Mein lieber Schatzer, seit wir uns kennen, haben wir gemeinsam schon so viel erlebt. Du stürzt dich in jedes Abenteuer mit mir und es macht einfach so viel Spaß, die Welt mit dir zu entdecken. Du bist nicht nur mein Mann, sondern auch mein bester Freund, mit dem ich lachen und weinen kann, dem ich alles anvertrauen kann und der mich so nimmt, wie ich bin. Du bist der wundervollste Mensch, den ich je getroffen habe. Die Liebe meines Lebens und der Mensch, mit dem ich alt werden will. Ein Leben ohne dich kann und will ich mir nicht mehr vorstellen. Ich verspreche dir, dich genauso glücklich zu machen, wie du mich. Jeden einzelnen Tag unserer gemeinsamen Zukunft zu genießen, egal was kommen mag, gemeinsam schaffen wir alles. Aber jetzt freue ich mich auf unser größtes Abenteuer, unsere Ehe. Mit dir an meiner Seite fühle ich mich einfach komplett. Ich liebe dich. Liebes Schatzi, endlich ist unser Tag gekommen. Heute darf ich dir vor unserer Familie, vor unseren Freunden und vor Gott sagen, wie sehr ich dich liebe. Vom ersten Moment an bin ich dir einfach nur dankbar dafür, dass du mich gefunden hast. Durch deine Liebe hast du mir wieder gezeigt, was im Leben wichtig ist. Du hast mich zu einem besseren Menschen gemacht. Egal ob als Travel Buddy, als Bergspätzl, als 60er-Fan oder als DJ-Begleitung, im Team geht es einfach besser. Und wir sind ein echtes Dreamteam. Aber wie Zack in Namibia schon sagte, die Ehe soll wie ein Köcherbaum sein. In schweren Zeiten sollen wir auf die durch mit Liebe gefüllten Ressourcen zurückgreifen können. So können wir jede Hürde in unserem Leben zusammen überwinden. Ich verspreche dir heute, immer für dich da zu sein. Unterstützend an deiner Seite gebe ich alles dafür, dir jeden Traum zu erfüllen, damit deine Träume unsere gemeinsamen werden. Ich freue mich sehr auf unsere aufregende Zukunft. Ich liebe dich. Willst du deine Frau lieben und achten und ihr die Treue halten alle Tage ihres Lebens? Ja. Willst du deinen Mann lieben und achten und ihm die Treue halten alle Tage seines Lebens? Ja. Dass wir einfach nur sagen können, wir sind froh, dass wir euch als unsere Freunde bezeichnen können. Dann sind wir zum Thema Freunde. Darf ich noch kurz auf Ihren Hochzeiter Dani eingehen. Liesl und mir fiel seit einiger Zeit auf, dass fremde Schuhe in unserem Flur standen. Nach einigen Tagen früh morgens war unser Geheimnis gelüftet.
Es kam ein wenig schüchterner, fescher, gut durchbluteter, gut aussehender junger Mann die Treppe herunter und wünschte uns einen schönen guten Morgen.